Das, was macht das? Das ist ein Metronom so. Und ja, was macht man mit Metronom? Das Metrum zählen, also den Takt. Also den Rhythmus zählen wir. Das ist, wenn du den Takt, wenn du da mal anschaust, dann wirst du es gleich verstehen. Das ist jetzt nur ein Ton, aber wenn du wenn du das hier anschaltest, dann macht er den Rhythmus für dich. Und du bleibst streng im Takt. So wie. Das braucht ja weiße Leute. Wie bei der Musik hier. Und dann weiß man auch, zu schnell oder zu langsam, dann drehst du hier. Aber wann braucht man das? Also beim Trainieren, also beim Musiktrainieren. Training, um im Rhythmus zu bleiben. Aber das ist der Rhythmus. Ja, aber du musst ihn halten. Das Wichtige ist, den Rhythmus zu halten. So wie wir jetzt hier unseren Podcast abhalten, so. Okay, let's go. Also, wir sind live, wir sind drauf. Urban Vibes. Servus, Leute. So, servus, so. Schön, dass wir endlich mal wieder zusammen sind hier, ja. Am Start sind. Willkommen, liebe Leute da draußen, zu Urban Vibes. Urban Vibes Session. Urban Vibes Podcast. Jetzt quasi live am Start. Hier auf allen Plattformen. Spotify, Apple, alles raus. So weit, iTunes. So weit bist du schon? Ich bin soweit. Ich hau das raus. Ich hau nur noch raus. So. Das Wichtige ist einfach raushauen. Einfach raushauen. Egal. Qualität, egal. Inhalt, egal. Hauptsache raus. Raus. Ausländer, raus. Deswegen mag ich dich, weil du immer beim Raushauen bist. Raus, Sachen raus, Bro. Finde ich großartig. Ja, aber du auch. Punchlines. Wir hatten es gerade von Punchlines. So. Drehen wir mal hier die Musik ein bisschen zurück. Punchlines. Das ist ja was... Musst du erstmal mich vorstellen. Alter. Ich muss dich nicht vorstellen. Die Welt kennt dich. Wer ich bin? Du bist Comedian, so. Ach so, okay. Das wissen alle schon, oder was? Das Wissen stimmt, das wissen nicht alle. Aber da wir Will Lachen Comedy Club sind, ist klar, dass wir hier die Urban Vibes einfangen. Also die Comedians, die hier eben im Umfeld von willlachen.at und drüber hinaus natürlich agieren. Das heißt, du bist ja jetzt international auch unterwegs, Berlin und so. Ja, ich wohne jetzt gerade in Berlin. Neue Heimat. Und da puncht so alles Mögliche zusammen, das Cocktail da oben. Da puncht bis nichts mehr geht. Was? Aber wieso Punchline? Ja, Punchlines finde ich interessant, weil das ist ja wirklich was die Leute... Sollen wir jetzt über Punchline warum reden? Nicht? Das ist ja was die Leute interessiert. Okay, wissen Sie, was Leute, was eine Punchline ist? Genau, das ist erstmal die Frage, was ist eine Punchline? Punchline ist ein Point. Es ist eine Pointe. Wenn du jetzt eine Geschichte erzählst und am Ende ein Pointe draufsetzt, die deine Geschichte dann entweder lustig oder traurig macht, dann es macht das, was du alles erzählt hast vorher, knackiger. Dass du druckst dich aus in einem Satz, so bam. Ja, und es muss ja auch irgendwie die Richtung umschlagen. Also weiß ich nicht, wenn du so mitten im Erzählen bist und dann erzählst du von einem Pavian, mit dem du ungern Sex hast oder so. Also es muss dann irgendwas Krasses sein, irgendwie so ein Umkehrpunkt, oder? Es ist auch so. Ja, es ergänzt das, was du gesagt hast, so quasi. Bringt es auf die Spitze auch. Bringt es auf die Spitze und die Spitze musst du halt selber bestimmen. Mm. Die Spitze des Eisbergs ist manchmal ganz tief. Manchmal ist tief, manchmal ist traurig, manchmal lachen die Leute. Weißt du so? Ich habe mir gerade dein Nightwash wieder kurz angeschaut. Du bist ja so ein Comedian, der wahnsinnig gut das Publikum auch sofort anzapft. Ja? Also du kommst so rein und sagst, hey Leute, gebt's euch mal rechts und links, sagt euch mal, dass du gut ausschaust. Ja. Dann schauen die sich alle an und dann sagst du, ja, also habt ihr jetzt schwindeln müssen, habt ihr gelogen oder war das euer Ernst? So. Also du spielst dich Sie schauen sich an und sagst dein Nachbar oder Nachbarin, du schaust gut aus. Ja. Und dann, nachdem ich halt nicht alle gut ausschauen, sowieso, es kann ja nicht sein, dass alle gut ausschauen. Ich schaue verdammt gut aus. Ja, du sowieso. Und dann sage ich halt, ein paar von euch haben lügen müssen.
Ja. Und die lügen müssten, dann checken die Nummer und fangen an zu lachen. Und so kriegst du schnell die schnellsten Lacher. Aber das sind meistens die in der ersten Reihe, die eh schon so ein bisschen so Zurückhaltung zeigen und die eh schon nicht so ja, viel. Ja, diese Zurückhaltung nimmst du weg, nimmst den Weg, an dem man halt zeigt, so hey, es geht um nichts hier. Ja. Und wir sind alle auch, egal wie wir ausschauen. Egal, wir sind alle Menschen. Und wir nur weil ich hier oben stehe wie so ein Schoko-Weihnachtsmann, heißt das nicht, dass ihr jetzt wie die Schneemänner da unten ausseht. Schoko-Weihnachtsmann sagt man nicht. Ach so? Ja. Wieso? Also so ein Schokoladen-Weihnachtsmann. Trinkst du noch einen Tee? Ich hab guten Tee für dich. Hast du gerade Schokoladen-Weihnachtsmann? Ja, das sind so Schokoladen-Weihnachtsmänner, die... Das kennst du das nicht? Gibt Schokolade. Das ist, es gibt auch Schokoladen-Osterhasen. Ich habe nicht Schokolade. Das hatte jetzt auch nichts mit deiner Hautfarbe zu tun. Ach so, ich dachte, das hat mit meiner Hautfarbe zu tun. Nein, ausnahmsweise nicht. Es gibt einfach. Ausnahmsweise. Es gibt einfach so Schokolade, die in Form von Weihnachtsmännern. Also das kommt jetzt wieder. Ja, du bist aber schon, also du bist ja natürlich eine Figur in dieser Comedy-Szene, die nicht so, also auch noch nicht so oft und da so, also das ist ja schon was Besonderes, dass Leute eben in Europa immer noch so Schwarzafrikaner, so auf dem Land, das ist ja immer noch was Besonderes, ne? Das ist immer noch. Du bist aber es ist nicht Europa, ich würde nicht sagen Europa. Ja, dann gehen wir nach Österreich. Du bist ja in Vorarlberg angekommen damals, oder? Länder wie Frankreich und England. England, und so. Das ist anders. Es ist anders. Aber hier in Österreich ist es natürlich komplett anders, weil. In Deutschland auch, ja. Und teilweise in Deutschland. Es ist halt. Wir haben sind Länder, die haben nicht so krassen Austausch mit schwarzen Menschen. Mhm. Und ja, und oft spielst du vor Menschen, die zum ersten Mal einen Schwarzer gesehen haben. Das passiert, oder? Nicht gesehen, live, so, ja, so direkt vor sich. So. Das passiert immer wieder, ja. Aber ja, ich habe es schon so oft erlebt, also mir macht es nicht mehr aus. Weißt du? Und trotzdem bist du jetzt quasi in der Community, auch in Berlin und auch hier in Wien schon auch immer natürlich dann, gibt's eine Community in Berlin und wie schaut das so aus? Was meinst du Community? Also so Community von Black People oder ja, People of Color? Oder? Ja, also Berlin ist... Also da geht was ab. Da geht was ab. Mhm. Also manche Teile Berlins sind ja nicht mehr Deutschland, oder? Tumbuktu. Wirklich? Ja, hast du mal von Görlitzer Park gehört? Görlitzer Park, da bin ich durchgelaufen neulich Park, da ist Kamerun. Bro. Durch den Görli? Ja, Görli, das ist ja... Ich war schwimmen am Görlitzer Park. Ich war schwimmen da in dem Schwimmbad am Görli in der Nähe. Da ist so ein Schwimmbad. Das ist so ein Schwimmbad. Voll abgefucktes Schwimmbad, aber voll geil, so ja. 80s. Ja, also ich bin als ein Schwarzer, der jahrelang in Österreich gelebt hat, jetzt in Berlin bin ich selber oft überrascht, weil... Ich bin es eben nicht so gewohnt, dass so viele schwarze Menschen zu sehen, weißt du? Ja. Das war bei mir in London auch so, ja. In London war ich weg. Ich habe gedacht, what the fuck? Ja, weil so viele Schwarze einfach überall stehen, wo normal bei uns Weiße stehen. Also am Bahnsteig, in den Schaffnerhäusern, in den Zügen, Kontrolleure, einfach in Positionen auch, wo du das eben hier nicht kennst. Ja, ja. Genau. Und bei mir ist es auch so. Also ich sehe dort viele Schwarze und normalerweise erkennt man ja alle Schwarzen hier in Österreich und man begrüßt sich hier in Österreich. Wenn du eine Schwarze siehst, sagst du, hi, Bro, wie geht's? Und ich habe es immer wieder in Berlin gemacht und dachte, irgendwann bin ich drauf gekommen, hey, hier sind so viele, du kannst ja nicht alle begrüßen. Okay. Weißt du, weil manchmal haben teilweise nicht zurückbegrüßt, weil es ist halt so, du begrüßt einen und denkst dich, also wir kennen uns nicht. Weißt du, das gibt es in Berlin nicht, dass du einen Mensch begrüßt. Ja gut, aber ich meine, wenn ich jetzt wandern gehe, dann der Wandergruß ist zum Beispiel auch, wenn du auf dem Berg bist, dann begrüßt du dich auch automatisch. Und sobald ja, du wieder in Großstadt, jetzt gehst du nicht in den Großstadt, du gehst jetzt nicht auf der Hilfestraße. Auf den Spar oder so, ja. Ja. Ah, apropos Maria-Hilfestraße. Wie war das gestern mit der Challenge? Lass uns ein bisschen über Social Media. Wie geht's dir mit Social Media und Internet und so? Das war keine Challenge. Doch, wir haben gesagt, wir machen diese Challenge. Wir gehen. Ich mach keine Challenge. Ja, doch, du musst sie machen. Ich gebe dir Geld, dass du es machst. Ich mach sowas. Nicht mal für Geld. Nicht mal für Geld.
Na, aber du hast, es hat mir gefallen, weil du hast gesagt, wir gehen durch die Maria-Hilfe-Straße und versuchen bei einmal durchgehen, so viele Menschen, das war deine Idee, so viele Menschen wie möglich zu fragen. Du weißt nicht mehr, warum. Ob es mir gefällt. Es ging darum, dass ich dir versucht habe zu erklären. Schon klar. Was Internet ist, so virtuell. Und es war so einfach, es ist eine Idee von mir. Ich war einfach so aus dem Nichts gesagt. Ja, so ernst, dass ich dann nichts Ernstes denke. Ja, ich fand die gut. Ich habe gesagt, Internet ist so, als wenn man im Internet, auf Social Media zu sein, ist es so, als wenn man auf der Mahilfestraße geht und jeder Mensch fragt, hey, wer heißt du, wo bist du, was ist deine Meinung zu dem, was heißt du, was hast du gelesen, was hast du gekauft, manche Likes, manche nicht Likes, auf der Mahilfestraße. Und ich habe gesagt, wenn du das auf der Mahilfestraße machst, schaffst du keine 50 Meter. Keine 50, ja. Weil ja, das wäre die Challenge. Weil es so viel ist. Das wäre die Challenge. Oh Gott, willst du eine Challenge machen? Na, kann man machen. Ich fände es schon lustig. Hast du Geld? Bro, ich mache alles. Für Geld machst du alles, gell? Für Geld mache ich alles. Nein, ich bin so scheu. Ich bin so nicht einer, der Menschen einfach so auf der Straße zugeht und sagt, hey, blablabla. Du kennst dich schon, damals. Ich habe dich erlebt, ja. Du bist nicht so, nicht so aufreißerisch unterwegs. Nein. Also bei Frauen schon, aber... Bei Frauen? Nein. Ja, bei Männern jetzt, weißt du. Bium. Yeah. Yeah. Läuft da Musik jetzt gerade? Jetzt drehen wir mal die Musik auf, genau. Da habe ich gerade was laufen. Darf ich auch was hören? Das ist cooler Rap. Hier, ich weiß nicht genau... Hast du keine Kopfhörer noch, damit ich auch weiß, eigentlich, was da abgeht? Eigentlich sollte ich die haben, gell? Aber jetzt hat es mir irgendwie... Jetzt hat es mir irgendwie gestoppt. Soll ich dir jetzt da noch Kopfhörer besorgen? Ich weiß nicht, was da kommt. Du, die Musik, die hören unsere Zuschauer und Zuhörer. Also, liebe Grüße hier aus dem Studio von willlachen.at und Soso heute zu Gast. Hier bei mir. Soso, wir haben schon mal so angefangen mit dem Podcasten, vor 2 Jahren war das. Und ich habe jetzt gesagt, wir machen das einfach weiter, weil es geil ist, weil wir es können und weil es geil ist. Aber du warst quasi der Erfinder von Urban Vibes, von dem Slogan, also von dem Format. Und wie geht's dir so mit den Urban Vibes jetzt? Ist natürlich Corona 2020, hat sich alles verändert. Und du kennst jetzt Berlin besser. Also du warst ja vorher lange Zeit in Wien. Ja. Hat sich für dich was verändert so? Also so lebenstechnisch? Ja, Mann. Du meinst jetzt Berlin im Vergleich zu... Ja, oder wie ist das für dich, das Hin- und Her-Chatten und das alles? Das Hin- und Her-Chatten, das ist ja, das mache ich ja so oder so. Ist egal, ob ich in Berlin wohne oder so. Also bevor ich nach Berlin gezogen bin, war ich ja auch als Comedian, bist du sowieso unterwegs. Und eine Woche lang, 2 Wochen, keine Ahnung. Und zweitens, für mich ist es so, Berlin, Wien ist ja nur eine Stunde Flug. Ah, du fliegst? Ja. Sorry, Greta, aber was soll ich machen? Hey, Greta, der neue Film jetzt auch, gell? Ist draußen. Nein, ich meine nicht keinen Film. I Greta am Greta. Thunberg, I am Greta. Das ist jetzt ein Kinofilm, Mann. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß es auch. Du musst schon ein bisschen auf dem Laufenden sein. Also, weißt du, und dann Berlin ist nicht so weit. Mhm. Es ist, du wirst dir vorstellen, wenn jetzt ein Mensch nach Innsbruck fährt, braucht viel länger als ich, wenn ich nach Berlin fahre. Zahlt sogar viel mehr. Weißt du, die Welt ist nicht so groß, wie wir uns das vorstellen, gell? Die Welt ist klein. Ja, meine, das heißt, ich kann, also wenn ich jetzt zum Beispiel 2 Wochen davor buche, kriege ich einen billigen Flug um 60, 70, 80 Euro. Sorry, Greta. Was eigentlich schrecklich ist, ja, fürs Klima und so. Ja, ja. Aber ich bin, ja, ich muss. Was willst du machen? Ja, wenn du viel reisen musst, was willst du machen? Genau, also du hast halt Termine, das heißt, das ist halt auch Lifestyle. Du bist jetzt quasi wirklich auch als Lifestyle-Europäer unterwegs und eigentlich in Europa angekommen, oder? Du fliegst nach Berlin, das ist schon krass. Warum das? Was hat mit Europa zu tun? Weil das typisch Europa ist, dass du halt einfach mal von Wien nach Graz fliegst. Es gibt Flüge, doch. So jetzt. Ja, aber das hat mit Europa nichts zu tun. Doch, es gibt Flüge von der Austrian, aber was hat das von mit Wien Europa nach Graz. Es gibt Flüge von Mombasa nach Nairobi, aber das hat ja mit Europa nichts zu tun.
Ist Mombasa und Nairobi genauso weit weg wie Graz und vielleicht noch näher? Noch näher vielleicht. Also du glaubst, das ist ein Weltphänomen? Ja, es ist ein Weltphänomen und die Welt muss ja schneller gehen. Ich muss da spielen, heute spiele ich in Berlin und dann übermorgen spielst du dorthin. Und natürlich kannst du mit Flixbus fahren, aber du bist tot. Bist du mal im Flixbus gefahren? Ja, sicher fahre ich manchmal. Ich bin noch nie im Flixbus und ich werde nie im Flixbus fahren. Das ist sowas. Ich fahre nächste Woche mit Flixbus. Wieso tust du dir dann sowas an? Weil es jetzt keine Flüge gibt, weil ich wollte ja keinen Flug buchen, weil ich nicht weiß, ob ich überhaupt fliegen darf. Ja. Und dann wollte ich einfach nicht irgendwas buchen, was ich im Endeffekt dann vielleicht nicht brauche oder nutzen darf. Mhm. Dann habe ich einfach, weil Flixbus ist billig, 20 Euro, 22 bis Berlin. Mhm. Das heißt, ach, wenn jetzt Lockdown kommt, okay, die 22 sind jetzt nicht so, ist nicht so schlimm. Ja. Abgesehen davon jetzt während Corona-Zeit, Flüge sind so teuer geworden, so, und das kann ich mir jetzt, ich zahle ja kein 200 Euro für den Flug. Hm. Ja. Und eben, dass die Welt klein ist, so. Weißt du, weil ihr Leute bist hier und du sagst, Leute, wo bist du? Bist du in Berlin? Boah, Berlin! Das war vielleicht vor 20 Jahren. Weil jetzt, ich fliege, keine Ahnung, eine Stunde und meine Wohnung ist nicht weit weg von Tegel. Ich steige im Bus, bin zu Hause. Und der Mensch, der mit mir gleichzeitig losgegangen ist, der in Richtung Innsbruck, Oberösterreich, ist immer noch unterwegs. Und ich bin schon in Berlin zu Hause. Das heißt, die Welt klingt groß, aber wir hängen zusammen. Und Lebensunterschied ist halt, Berlin ist halt ein bisschen ärmerer als hier, ein bisschen ärmer. Ärmer. Komparativ. Ja, weil. Ja, du warst ja Ostdeutschland so. Die Leute sind ein bisschen zurückgeblieben. So. Und Wien ist halt Paradies, du weißt ja. Infrastruktur, Lebensstandard ist halt krass. Diese Social Standard hier ist. Ja, und es ist auch teuer. Es ist richtig teuer auch. Und in Berlin musst du halt aufpassen, weißt du, so, weil da gibt's so. Ich hatte noch nie so viele arme Weißen gesehen. Ich wusste nicht, dass abends. Dass weiße Leute arm sein können. Und dann habe ich Berlin gesehen und dachte, gut. Ja, also das ist was sich für dich verändert hat. Aber für Comedy ist super Berlin. Also ich würde jeder Mensch, der Stand-up-Comedy macht, empfehlen, nach Berlin zu ziehen. Natürlich kann ich nicht alles schaffen, aber einer, der meint, der macht das wirklich, wirklich aus dem Herzen. Der sagt, keine Ahnung, ich will wirklich Hardcore, ich bin Hardcore Stand-up-Comedian. Gibt es keine bessere Stadt als Berlin jetzt? Deutschland, Schweiz, Zürich. Oder Schweiz, Deutschland, Schweiz, Österreich. Schau mal, die ganzen Wettbewerbe, die Gewinner, die kommen alle aus Berlin. Nein, du hast die ganzen, alles, was da gibt. Also, Berliner, Konkurrenz ist auch sehr hoch, muss ich sagen. Mhm. Weil du gehst zu einem Open Mic, dann hast du Leute wie Felix Dobricht, Mittermeier. Weißt du, du stellst dir vor, du bist auf einem Open Mic und dann hast du einen Mittermeier vor dir. Ach du Scheiße. Und der geht. Der geht ab. Und der geht 5 Minuten nach dir oder vor dir, weil es gibt nicht so, du bist ein Star, so nein. Kann sein, dass er einen Superstar vor dir. Ist dir das passiert oder? Ja, sicher, ich hab 2, 3 Open Mics mit Mittermeier gemacht. Cool. Echt, und er geht auch so auf Open Mics? Aber nicht einmal Mittermeier. Felix Lobrecht ist die größte Nummer jetzt. Ist so die Nummer. Aber Felix spielt ja fast jeden Sonntag. Aber das heißt, da kriegst du auch einen Druck, um dich zu verbessern. Das heißt, es ist nicht so wie hier in Österreich, wo du einfach. Gut, nee, ich will jetzt nicht schlecht reden. Nee, aber es gibt halt hier so. Das Niveau ist halt immer noch da, ist nicht so hoch so. Und dann hast du einfach nicht so einen Druck. Also hier in Österreich, bei mir war es so, ich habe nicht so einen Druck, wenn ich irgendwo in Wien spiele. Aber in Berlin, du gehst im Backstage und du siehst Leute und denkst ja, boah. Die sind schon dabei. Bist du überhaupt froh, dass du überhaupt spielen darfst. Und das sind Leute, die machen hart, die spielen hart. Und mit denen musst du spielen. Und dann gehen sie dort auf der Bühne und die zerreißen die Bude, alle legen am Boden und denkst, ja, ich bin next. What the fuck am I gonna do? Und ich liebe das. Ich liebe diesen Druck, diesen Eustress. Ja, Eustress. Sich zu verbessern, so comedy-mäßig, ja. Ja, das ist positiver Stress, also. Positiver Stress. Genau, Eustress nennt man den. Super, sehr gut. Das ist überhaupt was sozusagen, das Leben einfacher macht, wenn man das weiß, dass es eigentlich keinen negativen Stress gibt. Den gibt es natürlich auch, aber... Es gibt einen negativen, es gibt einen positiven. Das ist alles sehr positiv. Es macht so viel Spaß. Ich liebe es, weißt du, so.
Aber du hast gestern erzählt, wie du mit Stress umgehst. Du hast zwei Lösungsmodelle. Das finde ich lustig. Erzähl das nochmal. Weil das, wenn das so gerade das Thema ist. Problem, es war nicht Stress. Ja, es war ein Problem, aber Stress und Problem liegen ja nahe. Immer wenn ich ein Problem habe, muss ich erstmal anfangen, ein Problem. Wir müssen anfangen, Probleme zu analysieren. Mhm. Weil Probleme sind so wie, es ist eine Prüfung. Weißt du? Wenn du so überlegst, wenn du ein Problem hast und dich zurückziehst und denkst, wieso habe ich ein Problem? Es ist, weil du dich verbessern willst. Was auf nächsten Level kommen willst. Und dann kommen Probleme. Und dann musst du eine Prüfung machen. Mhm. Und dann kommst du, es ist so wie ein Kind, das in die Schule geht, bevor du in die zweite Klasse kommst, machst du eine Prüfung und dann darfst du weiter. Und dann ist es so, wenn du jetzt arm bist und reich werden willst, kommen Probleme. Und es ist genau so 1:1. Ah. Und für mich sind Probleme wie, keine Ahnung, wenn ich das lösen kann, dann ist ja kein Stress. Also wenn ich mehr Zeit nehme und mehr Gedanken mache und komme darauf, dass ich das Problem lösen kann, dann sollte ich mir keinen Stress machen. Mhm. Und wenn du aber, ach, wenn ich mir jetzt Zeit nehme und analysiere und komme darauf, boah, dieses Problem kann ich nicht lösen, dann ist es auch kein Problem. Ja. Weißt du, was ich meine? Das ist so, I have no problems with my problems. I have no problems, because this problem is way too high for me. So, ich suche ein Problem, das ich lösen kann. Mhm. Weißt du? Ja, also das ist mein Spruch, den habe ich irgendwo, der klebt hier irgendwo im Bezirk beim Jörgerbad draußen. Da hat der Walter Ego, heißt der, das ist ein Künstler, der hat da irgendwie um die Ecke sein Atelier und der hat irgendwo mit Kleister überall Plakate hingemacht mit so einem Frosch und dann steht drauf, I have no problems with my problems. Das finde ich ist ein geiler Gedanke einfach. Ja, ja. Es kommt drauf an, wie du das siehst, ne? Ja. Aber wenn du so alleine der Gedanke, dass bevor es dir irgendwas Gutes passiert im Leben, muss vorher was Schlimmes passieren. Ja, auch das ist wieder philosophisch. Du musst dir vorstellen, bevor du abnimmst, gibt es ein Problem mit fucking Fitnessstudio oder Abnehmenprozess. Weißt du, es ist nicht so, du liegst da und ich habe abgenommen, aber nichts zu machen. Nein. Ja, wie ist es jetzt mit unserer weltpolitischen Lage? Wie kann da was Positives entstehen? Also wenn wir mal ein bisschen politisieren. Du bist ja eigentlich schon ein Comedian der ersten Stunde, der auch politisch ist. Ja. Auch wenn du das momentan nicht so tust, so aktiv. Tust du es aktiv? Ich bin jetzt sehr krass bist du, politisch. Bist du politisch? Sehr. Ich habe dich jetzt länger nicht gehört, aber ich habe das geliebt an dir, dass du wahnsinnig auch sehr, wie soll ich sagen, in der Show da damals mit dem Pocher, dass du hast ja richtig Gas gegeben, du hast ja richtig dich beschwert, du hast wirklich geschimpft auch teilweise fast schon. Und ja. Ich finde, das ist wichtig, das ist auch eine Aufgabe von uns Comedians, finde ich. Also ja, aber ich will jetzt nicht diese Aushänger haben, so Aushängerschild, so, ja. Der ist politisch. Ja. Ich versuche es so relativ zu halten. Natürlich, ich habe so Beats von mir, die ich einfach easy sehe, wo mit easy Themen. Beats, so Beats, Comedy Beats. Comedy Beats? Yeah. Achso, du rechnest den Beats auch schon. Beats per. Nein, das nennt man so, das ist Fachwort für einen. Da wären wir wieder beim Metronom, das ist wieder. Nein, das ist was anderes. Das ist auch ein Beat. Ja. Hör dir diesen Beat an. Ein Programm, ein Comedy-Programm. Es hat mehrere Comedy-Beats. Nummern. Ach so, mehrere Beats. Ja. Nummern. Ja. Okay. Ich habe Nummern, die halt, weil du musst ja, ich will nicht, ich versuche ja, weißt du, so, alles nicht so heavy darzustellen. Ja. Also ich will nicht der gebildete Linksliberale, der die Welt retten will und so. Und das kann ich auch nicht. Das bist du nicht. Aber ich habe auch meine politische Meinung und so. Und das verbinde ich irgendwie mit meinem Spaß. Irgendwie versuche ich das irgendwie auf der Bühne zu bringen. Und du bist sehr abwechslungsreich. Du hast ich glaube, wir verwechseln. Weil es sonst langweilig ist für mich. Weißt du, für mich ist so, wenn ein Politiker kommt und ein Comedian auf der Bühne kommt und die ganze Zeit nur Politik macht, ja, ist gut, aber irgendwann mal ist so, ja, Mann, ja, stimmt. Irgendwann kommt ja nichts Neues, was soll ich Neues sagen? Die Welt ist scheiße, wissen wir ja. Rassismus ist scheiße, ja.
Wissen wir eigentlich. Ja, wissen wir eigentlich. Nur, was sollen wir machen jetzt? Wie war das Black Lives Matter Ding für dich? Ist ja auch noch nicht so lange her. Black Lives Matter? Wann war das? Das war, ich bin im Winter, glaube ich, runtergelaufen zum Park, runter nach Schönbrunn. Und dann habe ich es meiner Freundin gezeigt, so auf dem Handy. Und wir haben uns diese Spiegel-TV-Schilderung dann, ja, und von rechts und links lauter Kameras, die das gefilmt haben, wie sie den George Floyd da umgebracht haben. Und ich habe mir nur gedacht, alter Schwede, echt jetzt? Ja, Mann. Das war schon. Ja, ist krass. Heavy, oder? Es ist nicht so easy to be black in this world. Aber es war für mich, es war gut, weil ich habe erstmal, es war zum ersten Mal, war ich so überrascht, dass so viele Menschen erstmal auf der Straße gegangen sind. Ja. Für schwarze Menschen zu unterstützen. Muss ich dir vorstellen, in Wien 50.000. 50.000 Wiener. Während Corona? Ja. Und jetzt dürfen sie nicht mal Sex treffen. Aber wie erklärst du dir sowas auch? Hitler also, is not amused. Aber wie erklärst du dir sowas? Dass 50.000 kommen? Ja, nee, dass 50.000 während Corona, während einer Pandemie, auch nicht großartig auf Abstand achtend, das war okay und das finden wir alle gut. Und dann, zwei Monate später, gehen die Leute auf die Straße, weil sie sagen, wir fühlen uns in unserer Freiheit eingeschränkt. Und dann werden die da, also als Verschwörungstheoretiker... Du switchst von Themen zu Themen so schnell. Mann. Ja, man, so ist es. Wir waren erstmal bei Black Lives Matter und dann sind wir schon bei Corona und so. Ich wollte das jetzt in Verbindung bringen, weil diese Verbindung so strange ist. Ja, aber so, deine Frage so Black Lives Matter habe ich auch noch nicht mach mal der Reihe nach, du hast recht. Ich mache hier eh Stichpunkte. Die erste Frage war, wie ist meine Meinung zu Black Lives Matter und dann hast du schon... Ja, aber dieser Eindruck, der hat mir schon gereicht, dass du gesagt hast, dass du es cool fandest, dass du sagst, das sind wirklich 50.000 auf die Straße gegangen. Aber ja, entschuldige, ich bremse mich ein. Also die zweite Frage ist jetzt, okay, mach mal weiter. Was war die Frage jetzt? Ja, es hat immer noch damit zu tun, dass also während da also einer ermordet wurde von Polizisten und dann kursierten ja da auch dann wieder die witzigsten Theorien darüber, dass und dann, da gehen die Leute auf die Straße und ja, und jetzt ist Versammlungsfreiheit eigentlich null, ne? Das ist eigentlich verboten. Ja, ich war überrascht. Also ich war auch in Wien dabei, halt mit demonstriert. Black Lives Matter? Ja, ja. Mhm. Ich war zum ersten Mal bei einer Demonstration. Zum ersten Mal? Ja, ja. Wie alt bist Aber du? Ich bin gegangen, weil die Veranstalterin kannte ich, kenne ich, den Gosso. Und ich bin hingegangen, nicht wegen eher des Black Lives Matter, weil ich bin nicht so der Typ, der demonstriert eigentlich. Ich wollte hingehen, nur weil ich den Gosso unterstützen wollte. Ich wollte sie wieder mal treffen, weil wir hatten ein paar Projekte zusammen. Und ich bin halt immer wieder viel in Deutschland und dann war ich wieder da und dachte, es wäre cool, mal den Gosso zu treffen wieder mal. So, weil sie engagiert sich sehr viel und wollte halt so ein paar Props geben. So. Und ich dachte, es kommen vielleicht 100 Leute oder so. Ich sag dir, Digga, die Straßenbahn. Straßenbahn voll mit Teenies, mit Black Lives Matter T-Shirts und Black Lives Matter. Ich dachte, es findet irgendwo was anderes, woanders. Ich wusste nicht, dass wir alle zu der gleichen Demo gehen. Okay, dann bin ich irgendwo bei der U2. Wie heißt die Station da? Josef steht da? Nee, U2 ist Rathaus. Ja. Rathaus unten. Bro, ich kann nicht aus. Du kannst nichts aussteigen. Aus der U-Bahn. Bumm, die U-Bahn war voll. Weil es hat auch geregnet in Wien. Es gibt ein paar, die wollten sich. Die sind von Regen einfach weggelaufen und sind unten gekommen und haben unten in der U-Bahn-Station gewartet. Und ich habe mir gedacht, boah, mein erster Gedanke war, bist du bei den Gosso? Die wird verhaftet. Weißt du? Weil die ist die Veranstalterin und es sind da 100.000 Menschen und keiner hat Maske. Ich habe gedacht, boah, das war's. Ich dachte, die FPÖ sieht das und sagt, wieso darf das passieren? Und die Veranstalterin ist schuld. Knast, was weiß ich, Abschiebung, weißt du, weil die Schwarzen haben die Maske. Und am Ende habe ich es nicht einmal sehen können, weil es so voll war und die ist halt, die war in diesem Truck, mit dem sie rumgefahren sind.
wo die Hand auf dem, war, auf dem so, Lastwagen, auf ja. diesem Podium. Ja, ja. Und da kam, so weit konnte ich nicht kommen. Ja. Weil es überall Menschen waren. Ja. Ich sag, okay, Mann, die Frau, morgen Knast, ich schwör. Was? Habe ich mir gedacht, dass sie halt angeklagt wird. Und was nachher jetzt, dass die Leute nicht mehr demonstrieren dürfen, I don't know, man. Es gibt Sachen, die weiß ich nicht. Weißt du, ich habe dir gesagt, Problem, es gibt Probleme, die kann ich lösen. Und wenn ich ein Problem lösen kann, ist gut. Wenn ein Problem nicht lösen kann, ist auch gut. Das ist genauso wie Fragen. Es gibt Fragen, die habe ich eine Antwort. Ist gut. Es gibt Fragen, die kann ich nicht antworten. Was auch gut ist. Weißt du? Ja. Weil logisch ist es nicht, natürlich. Ist keine Logik dahinter. Weißt du? Ja, ja. Wenn man sich das... Wenn man jetzt diese emotionale Seite wegnimmt, so schwarz sein, Black Lives Matter, aber wenn man denkt, dass da so 50.000 demonstrieren dürfen und um die anderen, egal aus irgendeinem Grund, Leute demonstrieren wollen und es nicht dürfen, ist keine Logik dabei. Ja, das Interessante ist eben, das ist ja eben eine Sichtweise, die du jetzt hast, als sehr aufgeschlossener Weltbürger, sag ich mal. Und jetzt heute Morgen zum Beispiel habe ich den Hauswart in der Volkshochschule im Alsergrund, in der Kunstvolkshochschule getroffen, auch so mit Face Shield und so, und kurz mit ihm gesprochen und was klar gemacht, und der meinte einfach auch, er versteht das alles nicht und diese Masken und was soll das, und du kannst eben, und selbst, also ich möchte jetzt sagen, wenn es der gemeine Bürger, ja, also ich will mich jetzt nicht irgendwie hochstellen, aber wir sind halt doch Bildungsbürgertum, ja, so wie wir sitzen mit unserem ganzen Equipment und so, das ist ja Wahnsinn alles, was wir alles hier haben und besitzen und in Europa leben und Ding und Standard und Wien und Ding, und du gehst hin an den normalen Arbeiter, und selbst der ist mittlerweile so. Ich kann es mit Logik nicht mehr erklären. Und ich angerufen. Ja, ich muss da kurz ans Telefon. Ja, warte, lass ihn nochmal da rankommen. Das ist jetzt unser Praktikant. Wir müssen da kurz den Praktikanten einmal anrufen. Sekunde. Der hilft uns hier noch. Kurz. So. Jetzt schau ich mal. Ja. Sekunde. So, warum geht er jetzt nicht ran? Irgendwie will jetzt mein Handy nicht, so wie ich das will. So, wir gehen hier mal kurz in die Werbepause. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von, und dann kommt so Fromedia und will lachen. Aber hast du jetzt irgendwo auf Stopp gedrückt? Nee, es läuft immer oder noch. Nein, das hört sich ja keine Mensch an. Das macht ja nichts. Ich muss nur einen Übergang schaffen, weil ich schneide das dann raus. Okay. Aber ich muss kurz an das andere Telefon da. Wie viel Telefon hast du denn? Ja, genügend. So, aber nicht genügend, um jetzt das hier in deinem Haus von einem Kerzen zu lassen. Da muss ich gar nichts machen. Dann hole ich ihn nur kurz rein. Warte kurz. Ja. Da. Aber du kannst gerne deinen Eltern grüßen.
Nee, so jetzt mal nur zuschauen. So. Ein guter Kameramann für zukünftige Projekte. Ja, liebe Leute, jetzt sind wir zurück. Das heißt, wir waren stehen geblieben bei Straßenbahnen, überfüllten Straßenbahnen und Leute, die abgeschoben werden. Kommt so Politik, kommt es gut an in Berlin, so Österreich-Politik? Hallo, grüß dich David, hallo, ja. wir sind online, setz dich in den Platz. Ja, servus. Wir talken hier ein bisschen, du darfst mal das Setup inspizieren und dich freuen, dass wir gleich auch ein Ende haben hier. Wir machen da ein bisschen Talk. Magst du mir nur die Türe nochmal für den Vibe kurz schließen? Also zurück hier, so mit dir und jetzt auch David, grüß dich. So ist es. Und wir waren gerade stehen geblieben, Black Lives Matter, das war ein großes Ding. Und die Masken, das habe ich erzählt, diese Maskengeschichte vom Hauswart von der Volk. Ich war stehen geblieben, wo es ist mit politischen... Und jetzt habe ich dich das gefragt, ja, das ist... Aber das ist Markus, deswegen so, weißt du, so, ist geil, man, du verpackst 5 Themen in einen Satz. Ja, Mann. Egal. Wie ist es in Berlin mit Politik? Bro, ich habe mich komplett verändert. Du hast mich schon lange nicht gesehen. Ne? Nee. Ich bin nicht mehr der Typ, der da... Ich schreibe anders, ich denke anders, meine Sicht zur Kunst ist komplett anders. Früher war mein erster, habe ich so drauf geachtet, dass Leute lachen. So. Das war so mein Motivator, dass ich die Leute gefalle, dass sie alle mich gut finden. Das ist fertig. Das ist so, bei mir ist mittlerweile, was mich triggert, ist das zu sagen, was ich sagen will. Mhm. So, aber das hast du am Anfang auch stark gemacht. Na ja, schon stark, aber am Anfang war es auch immer so, dass ich so punch oder dass ich vielleicht enttäuscht war, wenn es nicht gelacht würde oder dass ich mir gedacht habe, oh, vielleicht muss ich da ein bisschen da ändern. Aber mittlerweile ist so, Message hat Vorrang und wenn es gelacht wird, Gott sei Dank. Das heißt, egal ob Berlin hier, wenn ich jetzt einen Kopf habe über ein gewisses Thema, es gibt Themen, die mich halt beschäftigen, ich bin auch ein bisschen älter geworden. Ich gehe damit auf der Bühne, es kann sein, dass 2-3 Minuten nicht gelacht wird. Natürlich versuche ich am Ende irgendwann mal zu punchen, weil sonst wäre es kein Comedy-Show. Aber mir ist egal, ich achte jetzt nicht mehr drauf, ist Berlin oder... Natürlich versuche ich so Sachen zu erklären, dass die Berliner das verstehen, wenn ich über Sachen über Österreich rede. Oder Sachen aus Österreich oder Sachen aus Berlin hier spiele. Aber ich merke bei mir so, ich habe diesen Drang, was zu erzählen. Und wenn ich das erzählen kann, gut. Ja. Wenn es dazu gelacht wird, ist gut. Aber I don't know, ich bin nicht mehr so der... Ja, bitte lacht, bitte mögt mich. Ich bin... Ja. Also hat sich für dich schon auch was verändert? So? Ja. Über die Zeit jetzt? Ja. Und abschließend... Also wie, was mir noch auffällt ist, also das macht dich ja schon echt zum Österreicher, du bist so ein echter Fake News Liebhaber, ne? Also Fake News, ne, du hast gestern ein Bild von uns beiden gepostet, wo du einfach mal vollkommen fake hinschreibst, dass ich also Attest habe wegen Asthmatik und Schizophrenie. Du hast mir erzählt. Ja, das ist ja auch wahr. Das und ich habe ja, dich gefragt, das ob ist ich ja das auch kein Scheiß und aber du hast mich auch gefragt, das zu posten. Ja, weil du gesagt hast, dass du mit mir spazieren gelaufen bist und dreimal angehalten wurden. Ich und bin ja Comedian, ich muss ja übertreiben. Das ist ja. Dachte, also du bist Comedian oder? Dreimal von der Polizei angehalten, viermal ausgeraubt und fünfmal in die Gosse gestoßen. Schau mal. Weil er keine Maske trägt. Die Sachen, die ich geschrieben habe, ja, Das sind Sachen, die du mir erzählst, wie es dir geht. Natürlich ist das mit uns nicht passiert, aber nachdem wir uns hingesetzt haben, hast du mir erzählt, wie es dir geht. Ja.
Comedy-Kopf. Ja. Comedy-Kopf. Der verwurschtelt das gleich. Ich gehe nicht da und sage, der hat mir gesagt das und das und das, sondern das, was dir passiert, ist mit uns passiert. Ja. Das heißt, du. Das ist ein bisschen der Unterschied. Wenn ich als Comedian meine Nummer erkläre, oder wenn ich dahin sage, mein Freund ist das, das ist nicht lustig. Das ist nicht lustig genug. Weißt du? Ja. Das heißt, ich muss so Spannung reinbauen. Ein bisschen Fantasie Gewürze. Aber diese so Frage erwarte ich mir nicht von afrikanische dir. Afrikanische Küche halt einfach. Ja. Aber die Frage erwarte ich mir nicht von dir, weil du bist ja selber Comedian. Und ich habe dich gefragt, ich weiß, ich das poste. Ich weiß, ich will es ja für unsere Zuhörerinnen ein bisschen aufschlüsseln, damit sie wissen, worüber wir reden. Also wir haben dann das gepostet und dann hast du dir die Kommentare durchgelesen. Also, der eine Kommentar war ja Wahnsinn. Es fliegt durch die Decke. Der eine Kommentar war, dass also eine Aber was ist da falsch? Was? Aber ich war mit dir unterwegs in der Bibliothek und ich habe ja gesehen, wie die Leute dich ansehen. Ja. Ich habe gesehen, dass die Securities dich kontrollieren. Und wir haben uns jetzt ja auch länger nicht gesehen. Was hat da nicht gestimmt jetzt von dem, was ihr geschrieben habt? Ich sage jetzt bloß, dieses eben etwas, eine Geschichte aufzublasen, das macht man ja in Österreich noch mehr als auch in Deutschland. Das hat mit Österreich nichts zu tun. Das ist so meine Art zu schreiben. Das hat jetzt mit Österreicher oder nicht Österreicher. Das macht ja die Bild-Zeitung auch und die Heute-Zeitung auch. Das will ich sagen, das macht ja die Politik auch und das erleben wir ja gerade auch, dieses ganze Pandemie-Dings ist ja auch ein riesen aufgeblasenes. Das sagst du. Nein, das sag nicht ich. Das sagen die Experten auf Ö1. Und denen sollte jeder mal zuhören. Aber das kannst du nicht mit meinem Story vergleichen. Warte mal. Und jetzt, pass auf, es gibt für Österreich und ich glaube überall Medienrecht, dass es 15 Grundsätze gibt, wie man über Gesundheitsthemen diskutieren muss in den Medien. Und da gehört zum Beispiel dazu, dass man überhaupt nicht, das ist nicht recht, dass man solche Grafiken zeigt, wo irgendwelche Kurven und was weiß ich. Das ist alles eigentlich verboten, was da gerade abläuft. Ja. Und es passiert aber, das muss man sich mal vorstellen. Aber was hat jetzt mit meinem Story zu tun? Es geht ja nicht immer um... Weil du mich verglichen hast mit Österreich, das verstehe ich nicht. Nein, das geht ja jetzt um diese Story, weil ich gesagt habe, Fake News. Und Fake News ist ja auch in Amerika. Das ist ja nicht Fake. Was war Fake? Naja, du hast halt ein bisschen dazu addiert, sagen wir es so. Also ja, mit Humor. Ich muss ja als Comedian schreiben. Meine Seite ist Comedian. Ja, das ist ja interessant für unsere Zuhörer, dass sie eben ein bisschen spüren, wie so ein Comedian auch tickt. Schau, ich habe gesehen, wir waren zusammen unterwegs in der Bibliothek, ich habe gesehen, wie die Leute anschauen. Securities kann alle kommen laufen zu dir. Das habe ich gesagt, das mit Polizei ist halt, das musst du ja. Das mit Polizei war in Bezug zu mein Punch, ja. Der Afrikaner in mir freut sich. Ja. Ja, das, was war dann nochmal der Punch? Der Punch ist so, der Afrikaner in mir freut sich. Er freut sich, dass er jetzt nicht mehr... Dass ich jetzt nicht mehr derjenige bin, der im Mittelpunkt steht. Der diskriminiert wird. Ja. Ja, liebe Leute, es ist alles nicht so leicht hier. Aber diese Frage kannst du mir normal, sowas erkläre ich normalerweise nicht. Ich weiß, aber ich wollte das jetzt absichtlich, weil wir haben jetzt über Punchlines gesprochen. Ich habe dir ja gesagt, ich habe einen Plan. Wir haben ein bisschen über Greta gesprochen, auch wenn das ein bisschen zu kurz kommt. Also bitte schaut euch den Film an. Der läuft jetzt im Kino. Ich habe ihn selber noch nicht gesehen. I am Greta. So, dass du das nicht weißt, ist natürlich klar. Ich habe schon Werbung gesehen. Eben. Aber ich bin so nicht der... Du bist jetzt nicht so der Greta-Fan. Du, aber Greta ist auch eine Verschwörungstheorie und das ist auch eine tolle Theorie und ich finde, die hat auch ihren Rhythmus, weißt du, die hat auch, wenn wir mal auf dem Metronom das zeigen, Greta, das ist so Adagio, nennt man das in der Musik, so damit du auch was mitnimmst hier, ich möchte dir das nochmal, das ist ein Tempo Adagio, das ist so ein getragenes Tempo, also die fährt halt mit dem Zug und die fliegt halt nicht so, ja, Berlin-Tegel, das ist halt so, weißt du, das ist halt Greta, die schippert so über den Atlantik, das ist halt, weißt du, das haben wir eben als Europäer, so als Mitteleuropäer in dieser Generation, in der wir aufwachsen, ich glaube, das haben wir nicht mehr so mitbekommen, ich glaube, dass wenn wir zwei, und das würde ich gerne mal machen, das würde ich jetzt hier als finalen Endplanpunkt für uns beide auch setzen. Wenn wir uns in 2 Jahren wieder treffen, dann würde ich gerne mit dir so auf Backpacking nach Afrika fahren und eine Doku über dich drehen, wie du jetzt in Afrika in deine Heimat kommst
Und dort. Und dann mit Greta oder was? Nein, und dort einfach. Wir fahren mit dem Boot rüber. Also wir fahren dann über Madagaskar. Ich kenne mich gut aus in Afrika. Wir fahren dann über Spanien und Madrid und dann legen wir da mit dem Boot ab und fahren rüber zu dir. Und dann würde ich das gern alles dokumentieren und würde gern so ein ZDF, Dings. Aber wir fliegen, oder? Oder machst du? Nee, wir sollten so wirklich wie Greta, so über den Bosporus zumindest mal, über Istanbul oder so. Oder Greta kannst machen, weil sie hat Followers, weißt du. Ja, aber wir können auch mal wenn runter. Wenn du das machst ohne Followers, dass keiner weiß davon, dass du mitbringst. Ja, aber ich sag dir, wir verkaufen das als Doku an und jetzt, liebe Leute, wenn ihr zuhört, ja, also wenn die Leute von Funk zuhören, ja. Wir würden gern für Funk so einen Beitrag machen. Funk machen jetzt sehr gute Beiträge. Also Funk ist so das neue Vice und Vice ist eigentlich out, weil Vice hat sich irgendwie selbst ins Bein geschossen mit irgendwas. Ich weiß nicht genau was. Wahrscheinlich mit Red Bull und irgendwie. Aber auf jeden Fall, Funk ist wirklich für den deutschsprachigen Raum und auch mitunter machen die wirklich tolle Beiträge. Müssen wir die mal loben, die Kollegen in Köln sind die, glaube ich. Und wir sollten Beiträge für Funk machen, so mit dir. Und das kann gut werden. Ja, dann mache ich Sachen, wie die Österreicher machen. Ne? Wieso? Weil du sagst, dass ich mache Sachen wie Fake News. Wie die Amerikaner. Dann mach mal Fake News. Oder? Dann mach mal Fake News. Bist du jetzt für Greta oder was? Bist du jetzt ein Greta-Mensch oder was? Gretaner bin ich dann, oder was? Ja, schau, die Glaubensfrage, das ist noch ein wahnsinnig großes Thema. Was glaubst du so was? Oder was ich glaube? Ich glaube an mir. An mich heißt an es. An mich. Akkusativ. Sorry, Bro. Sex. Ich glaube an mich. Alles, was mir in der Macht liegt, zu machen, mache ich. Und wenn ich Scheiß baue, dann versuche ich irgendwo das zurückzuzahlen, zu balancieren. Ich baue Scheiße, dann gebe ich irgendwo was zurück. Jeder Mensch muss Scheiß bauen. Ja. Weißt du, das Problem ist, dass es so leicht ist, einfach auf andere Menschen zu zeigen. Die machen das, die tragen keine Maske, die sind Muslim. Jeder trägt H&M-Hose. Was trägt jeder denn? H&M-Hose. Jeder geht in H&M einkaufen. Ich nicht. Viele. Du kaufst auch irgendwo, wo du... Nee, ich habe das auf dem Flohmarkt gekauft. Ja, aber das kommt doch von irgendwo, wo die Kinder von irgendwo von vorne bis hinten schon durchgefickt werden. Schon, ja, das ist hier Live Nell Suit, das ist sicher teurer Pulli gewesen. Ja, Bro, verstehst du? Das ist genauso, durch diesen Pulli, was du da trägst, ja, musst du irgendwelche Kinder da dafür sterben, damit du diesen Pulli tragen kannst. Das heißt, jeder Mensch... Ja. Weißt du, und das Problem, was mich nervt, ist so, es gibt, wir ficken alle die Welt so. Nur es gibt Leute, die wollen sich besser hinstellen, so, weil die gerade Aufmerksamkeit bekommen. Weißt du, und dann sind sie, ja, die sind das, ich mach das, ich bin Greta. Wenn du Greta bist, sei Greta, aber mach das für dich so. Weißt du? Und wenn ich bin nicht Greta, ich fliege, aber dafür mache ich andere Sachen. Nicht. Oder auch nicht schon. Genau. Ich habe kein Auto, ja. Weißt du, zum Beispiel. Oder ich engagiere mich in Vereinen. Du weißt ja, was ich mache. Ja. Ich engagiere mich in Afrika, ich mache das. Und eben diese Balance wieder hinzugeben, so, weißt du was? Ich baue Scheiße, aber auf andere Seite, weil ich Scheiß bauen muss. Jeder muss Scheiß bauen. Wir leben in einer Gesellschaft, muss Scheiß bauen. Ja. Ist so, geh mal essen. Ja. Weißt du? Virtuelles egal, Wasser, egal, ja. Egal, was für ein Gutmensch du bist. Sobald du in irgendeinen Supermarkt einkaufen gehst, damit verursachst du so viel Leid in andere Teilen der Welt. Ja. Weißt du? Aber ja, ich kann's kannst dir, du nicht. Ich kann es dir erklären. Also es sind glaube ich, es sind mehrere tausend Liter pro Europäer und Liter pro Tag, also virtuelles Wasser. Und Das ist unglaublich viel und es ist, glaube ich, so viel, dass quasi wir eigentlich vom Planeten her, also wir bräuchten, glaube ich, mittlerweile eben nur Mitteleuropa bräuchte, glaube ich, 2,5 Planeten allein für sich, die Ressourcen, die wir verbrauchen, 2,5 Planeten. Ja. Und jetzt ist so, das Problem ist so, das ist zum Beispiel das Thema mit Wasser jetzt, ist jetzt nicht medial präsent. Das heißt, die gerade die Welt ficken mit diesem Wasser... Nestle und Coca-Cola und so. Wir Konsumenten nicht. Auch wir. Wir sind die Hurenkinder. Weil Nestle gibt, weil wir das wollen. Hurenkinder, piep. Was ist?
Nestle, ohne wir wird Nestle nicht gehen. Und wenn wir sagen, Nestle, wisst ihr was, wir machen nicht mehr mit, dann wird Nestle nicht geben, aber wir wollen. Ja, wir aber, machen aber mit. Weil es leicht ist, andere Schuld zu geben, ja. Sagen wir, Nestle, es ist Schuld. Und dann gehst du im Spar und kaufst du keine Ahnung. Weißt du, damit, weil du denkst, oh, Nestle ist schuld, ich bin gut. Und es ist dauernd versucht, sich besser darzustellen von Menschen. Ist das, was mich nervt. Aber hast du eine Lösung dafür? Eine Lösung? Tu was Gutes. Bewusst. Bewusst. Weißt du, so, wenn man sagt, okay, das ist scheiße, weil ich habe irgendwas Falsches gemacht. Wir machen alles falsch. Wir sind in das System. Und die Natur ist genauso, dass oft man einfach Scheiß machen muss, um zu überleben. Das ist leider Gottes so. Der Löwe muss der Hase fressen, Bruder. Das ist so. Aber der Löwe kann nicht bewusst was Gutes tun. Da kann ich sagen, ich mache jetzt ein NGO für die Hasen. Oder ich futtere den Hasen. Mm. Den Hasen. Die Hasen oder den Hasen? Die Hasen. Ich futtere beides. Die Hasen. Ein Löwe kann das nicht machen. Mm. Aber wir können das machen. Und das ist das. Das ist das. Das Einzige ist, statt zu sagen, der macht das, weil jetzt ist Menschen ohne Maske sind gerade die Bösen. Ja? Mm. Und die werden schlecht dargestellt von Menschen, die in H&M einkaufen. Die, keine Ahnung, die jeden Tag, was weiß ich, wie viel Benzin Auto fahren. Avocados essen. Avocados essen. Und die sind, ja, weil. Litchi. Ja. Jetzt ist es leicht, Maske, bist du ein Bresum und so. Weißt du? Und du bringst auch andere um. Und das ist mittlerweile ist so ein Wettbewerb. So. Ja. Und das merkst du auch bei Comedian, alle. Ja. Sobald ein Thema kommt, hey, ich bin ein gut Mensch. Und ich, ja. Weißt du, so alles, damit du Leute glauben, oh, du bist krass gut. Ja. Wir sind alle Hurenkinder, Bro. Das Ding ist, okay, ich bin ein Hurenkind, was mache ich? Und dich irgendwo zu engagieren, keine Ahnung, Omas besuchen, Leute, die leiden, helfen. Bewusst, so quasi so, ey, ich bin sowieso scheiße. Ja, Omas besuchen ist vorbei. So, da kommen wir nicht mehr rein. Du erst recht nicht. Und jetzt sogar ich nicht. Irgendwo, man kann sich immer engagieren. Ja. Irgendwo. Das war jetzt nur ein Beispiel. Ja. Aber das ist. Dann bringst du mal diesen Balance hier. Weißt du so? Das ist, okay, ich habe was Schlechtes gemacht, aber ich tue mal was gut. Ja, Karma. Good Karma, Bad Karma. Also, schön, ja, ich bin da ganz bei dir und das ist Moral und Ethik und das ist dieser Glaubenskrieg, der halt immer wieder neue Opfer fordert. Mal sind es eben die Muslimen, mal die Juden, mal die Christen. Und das ist aber auch das Krasse, da habe ich am Sonntag drüber reflektiert. Gibt es auch nachzusehen auf www.the-magister.rocks. Glaube ist ja und Religionsfreiheit ist ja ein ewiges Thema schon. Seit 2000 Jahren gibt es Gläubige und es gibt das Christentum und das Judentum und den Islam und die Hindus und so weiter und so weiter. Und was ist jetzt daran falsch zu glauben, die Maske bringt was oder die Maske bringt nichts? Ich kann ja beides akzeptieren und sagen, okay, du glaubst an Allah, du glaubst an Jesus, ihr seid beide Menschen, ihr glaubt zwar was Verschiedenes, trotzdem sind wir noch irgendwie genau. Brüder und Schwestern, oder? Ja, das Problem bei der Maske ist, wenn du jetzt die Leute, die da angaben, die sagen, wenn du jetzt keine Maske trägst, dann wirst du andere Leute anstecken. Ja. Es geht jetzt in dem Fall nicht mehr um deinen Glaube oder um dein Leben, sondern... Naja schon, weil hinter der Maske steht ja eben, glaubst du daran, dass du jetzt wirklich jemanden erstens irgendwie dadurch, dass du jetzt mit ihm sprichst, sofort ansteckst? Also wie ansteckend ist so eine Grippe, ja, eben in dieser Form, SARS-2, wenn das anders ist als eine Grippe, ist es dann übertragbar durch eben das oder ist es tatsächlich halt... gibt es auch andere Überträger, eben wie ich weiß ich nicht, ich. Ja, Mann, es gibt Krankheit, ist normal. Ja, und ich glaube, es ist halt so eine allgemeine, wahnsinnige Angstmaschinerie jetzt angeschmissen worden, dass du. Also, ich sehe halt Leute, weißt du, in der Stadtbücherei, die gehen dann so mit dem Ellenbogen und machen die Klotüren auf und Dann popeln sie aber zu Hause in der Nase oder so, weißt du, also wo ich mir so denke, ohne sich die Hände zu waschen. Weil wir leben in einer Gesellschaft, es findet gerade ein Wettbewerb von wer ist gut, wer ist besser als wer. Und wenn ich jetzt in einer Gesellschaft, wenn jetzt Medien sagen, du bist gut, wenn du das und das und das machst,
dann denke ich, okay, alle müssen sehen, dass ich krass gut bin. Mhm. Dann trage ich nicht nur eine Maske, sondern dann mache ich die Tür auch so auf, damit die Leute sagen, boah, ich wäre Michael Jackson von denen. Ja, aber die haben auch Angst. Nein, aber so, das ist halt ist wirklich... So. Na, es gibt Leute, die müssen übertreiben, und um zu zeigen, so, ey, weißt du was, ich pass viel auf. Oh, wollen wir uns begrüßen? Ja, bleib dort. Ja. Und gehen auf Facebook, keine Ahnung, wenn die jemals, wenn die Maske tragen, oder weißt du, es ist... Aber die haben Angst geschürt jetzt. Also, und das ist eben, was ich vorhin gesagt habe mit den Medien, dass sie wirklich den Kanon der klassischen Medienberichterstattung einfach nicht erfüllen, ja, und einfach Dinge tun, die einfach Angst schüren. Und zwar in einer Weise, ja, die einfach nicht recht ist, weil du quasi Menschen so nicht beängstigen darfst, weil sie, ja, sonst wirklich... Probleme, also das gibt ja Kollateralschäden. Schau, die Kinder sind nicht mehr in der Schule, es gibt Quarantäneklassen, keine Urlaube mehr, es gibt keine Konzerte mehr, wir haben Berufsverbot bei Musikern, bei Kleinen, jetzt dürfen wir keinen Ausschank mehr, es gibt kein Alkohol mehr, was gut ist. Es wird kein Alkohol mehr ausgeschenkt, das kann ja mal helfen vielleicht auch. Das aber ist, wieso nicht? Das kann ja mal helfen. Jetzt, weil du nicht betroffen bist, das ist ja auch... Nein, aber ich sage einfach, Alkohol ist eine schlimme Droge. Also, wer das, sagt das? Ich sage, das wissen wir. Das ist ja, ich wüsste es nicht, ich weiß es nicht. Ja gut. Das stimmt nicht. Das lernt man bei uns im Biologieunterricht. Man lernt sehr viel Alkohol. Ja. So, Jesus hat Alkohol verteilt, Bruder. Glaubst du, Jesus hat die Welt... Das ist der Sohn von Gottes Sonne. Sohn von Gott hat Alkohol verteilt. Und jetzt irgendein Biologielehrer kommt hier und sagt, schlechter. Seit wann hat der Sohn von Gott Alkohol verteilt? Jesus hat Wein geschenkt oder nicht? Der hat aus Wasser Wein gemacht. Ja, wieso? Wieso hat er nicht aus Wein Wasser besser gemacht? Besser schmeckt. Nein, weil das ist... also Stil. Abschließend noch... Der hat Stil. Ja. Kommt der Jesus zum Gott und sagt, du Vater, sag mal, wieso haben denn die Menschen Ohren, aber sie hören nicht auf mich, sagt der Vater. Ja, du, pass auf, das ist nicht für jetzt die Ohren, sondern die sind für 2020, da kommt eine Pandemie und dann brauchen sie irgendwas, wo aber sie die Pandemie Maske... Pandemie hatten wir immer, was? Lass mal was sagen. Dann brauchen sie was, vorher, wo sie die Maske... Du hast meine Punchline zerstört. Dann brauchen sie was, wo sie ihre Maske aufhängen. Ach so. Deswegen haben sie die Ohren so. Hör mal. Das war vom Mädchen jetzt. Jetzt gibt es endlich mal was, wo Menschen in Zentraleuropa auch direkt betroffen sind. Weißt du, was ich meine? So. Normalerweise ist alles immer weit weg. Weißt du, so. Ja, ich sag dir, ja, Medien bei David sind da, um uns anzulügen. Darum gibt es Medien. Ja. Weil wenn Medien uns nicht Angst anjagen, dann brauchen wir keine Medien. Ach so. Glaubst du, du liest dir eine Zeitung, wenn die sagen, oh, morgen ist 30 Grad, alles ist schön. Das interessiert dich nicht. Negativity erzeugt Neugier. Das stimmt, aber es gibt auch positive Medien. Und die Medien sind spezialisiert daran, nur negative Meldungen daraus zu haben. Das stimmt, ja. Und die Leute kommen erst jetzt gerade 2020, ne, das stimmt. Das war immer so. Ja. Darum gibt es Medien. Damit die Leute dich so, hey, du stirbst morgen. Wirklich, was kann ich so machen? Du kannst nichts machen. Na wirklich, aber ich habe gehört, ja, du kannst was machen. Und bevor du es weißt, hast du schon 30 Zeitungen gekauft. That's it, bro. Was klar. Ja, das ist gut. Stell dir vor, du bist ein Bürger, ich bin Medien. Ja. Oh, morgen geht's dir gut, es gibt was zum Essen. Oh, morgen ist die Welt friedlich. Achso, ich muss jetzt Medien sein. Ich bin ein Medien. Ja, du bist Medien. Stell dir diese Situation, wenn wir solche Meldungen kriegen würden von Medien. Ich mag so Rollenspiele, ja. Es kommen 1000 Muslime nach Österreich und die sind alle friedlich und die werden helfen, unsere Wirtschaft aufzubauen. Geil. Und die sind alle sehr nett. Das ist doch super. Ja. Und jetzt ist der Türke hier, spricht so gut Deutsch, der spricht sogar super, viel besser Deutsch. Super integriert. Ja. Super integriert. Okay, siehst du, was es mit dir tut? Okay. Und jetzt kommt der Muslime, der wird sich morgen vielleicht in deiner Wohnung in die Luft jagen. Ach so. Echt? Ja, warum? Siehst du? Scheiße. Und dann, du musst fragen, warum? 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 Weil. Weißt du? Warum? Weil.
Ja, weil er krass drauf ist. Er ist krass drauf. Er ist böse. Ja. Ist böse. Und er wird dich und deine Familie alle. Alle. Auch meine Schwester. Weg, ja. Meine Tante auch. Ja. Mein Kind auch. Willst du mehr Infos? Ja. Kauf erstmal von gestern. Okay, ja. kauf ich. Ich kauf. Ja, das ist schön. Ja. Das ist Medien. Schön dargestellt, so, ja. Das ist wirklich. Abschließend die Geschichte. Wer sind jetzt die Medien? Pass auf. Also der Tod steht vor einer Stadtmauer und wartet. Und dann kommt ein reicher Kaufmann und der will in die Stadt. Und dann läuft er am Tod vorbei. Ah, du bist doch der Tod, sagt er. Ja, ich bin der Tod. Was willst du vor unserer Stadt? Naja, ich komme jetzt rein und hole 100 Seelen ab. Der Kaufmann, nein, das kannst du nicht machen. Und er rennt hinein, Tore zu und schreit rum, der Tod kommt und holt 100 Menschen. Alle verschwinden in ihre Häuser und kommen 2 Wochen nicht raus. Quarantäne. Nach 2 Monaten sind 5000 Leute tot. Ja. Weil sie immer noch nicht raus sind. Ja. Sind alle gestorben an Hunger und andere Krankheiten und so weiter. Depression. Sie machen die Tore wieder auf, sie schmeißen die Leichen raus, verbrennen sie draußen. Und dann sitzt er wieder da, der Tod. Und der Kaufmann läuft vorbei, hat seine halbe Familie verloren und sagt, Tod, du Arsch, du hast mich angelogen. Du hast gesagt, du holst nur 100, jetzt sind 5000 tot. Was ist das alles? Mhm. Sagt er, ja gut, der Tod. Ich habe 100 Leute geholt, die Kranken, die so. Und die anderen 4900 gehen auf deine Angstrechnung. Ja. Oh. Hm. Woher hast du denn gehört? Ist von dir? Nee, ist nicht von mir. Ist eine alte Geschichte. Bro, ich, das ist so, weißt du, jetzt bist du Verschwörungstheoretiker, so ich bin ich so. Ich bin Aluhutträger, Mann. ich habe gesagt, das ist Corona-Zeug und so. Wie ich dir gesagt habe, es gibt Leute, die sind über meine Dimension. Meine Möglichkeit, Sachen zu verstehen. Ja. Wenn ich sehe, ich verstehe das nicht, dann versuche ich so, mich nicht so viel damit zu beschäftigen, weil ich brauche. Am Endeffekt brauche ich mein Peace. Ohne mein Peace gibt es kein peaceful world. Mm. Peace, ich muss peaceful leben, damit die Welt peaceful ist. Mm. Es fängt bei mir an. Mm. Und damit, aber wenn ich abgefuckt bin, dann sind wir alle abgefuckt. Und ich versuche, clean wie möglich zu bleiben. Und Sachen, die ich nicht verstehe, sind nicht Teil meiner Welt. So. Natürlich beschäftige ich mich damit, aber ich denke auch darüber so, aber irgendwann denke ich mal, weißt du was? I don't know. Ich weiß nicht. Bringt was, wenn wir um 1 Uhr zu sperren? I don't know. Um 10 müssen wir jetzt zusperren. Ich weiß nicht. Um 10? Mhm. Ohne Getränke vorher ausgegeben zu haben. Echt? Ja. Sperrstunde ich ist. Ich muss schauen, ja, um bringt 10. was? Wir werden es erleben. Kommen wir um 23 Uhr dann oder gehen wir in Aufschlaf? Wir gehen dann um 23 Uhr nach Hause, ja. Deswegen, das ist halt. Aber man muss an sich schauen auch, weißt du. Nicht auf dieses. Sich. Auf sich schauen. Ja. Weil sonst bist du gefangen in dem Corona das und das und das und das. Und dann bist du viel schwerer aus der Arbeit, dann kriegst du Hass und dann explodiert das Ding. Und das ist genau, was der Hater oder der Typ, der andere Meinung ist, genau das wünsche ich. Verstehst du? Dass du halt aus deinem Frieden rauskommst, dass du halt unrund wirst, dass du anfragst. Ja, der bringt dich runter auf dein Niveau und schlägt dich dann mit Erfahrung auf sein Niveau. Ja, das ist halt das alte Lied. Ja. Das heißt, es ist zu aufpassen, dass man selber in sich erstmal, keine Ahnung, vor der eigenen Tür kehrt. Ja, ja. Das heißt, es gibt ja, wir sind jetzt Quarantäne, dürfen nicht viel machen, keine Ahnung, man kann Ausbildung machen, Podcast, weißt du, man muss positiv bleiben. Genau, also liebe Leute, ihr hört es, das ist unsere Ansage für euch da draußen. Jetzt ist die Zeit, das haben sie auch in Baywatch Berlin gesagt, jetzt mal eine Sprache lernen, die App runterladen, da, wie heißt die App? Bubble. Ich hab mir die runtergeladen, weil der Klaas das empfohlen hat, habe ich die jetzt runtergeladen, 50 Euro gezahlt, italienische App. Ist das geil? Was ist Bubble? Bubble ist so eine Sprach-App, wo du dann so Dings, Sprach-App am Handy und kannst Podcasts hören, auf Italienisch oder Französisch. Das wird alles übersetzt. Das ist alles auf einer App und ist alles für 50 Euro im Jahr und echt super. Und man muss mit der Technik gehen und eben auch mit der Zeit gehen und wie du sagst, sich nicht zu sehr
das Ganze hier irgendwie zu Herzen nehmen. Natürlich schon. Ich habe den großen Respekt. Als, aber ja. Es soll dich nicht schaden. Es soll dich nicht schaden, dir nicht schaden. Es soll ja. dir nicht schaden. Oh, was macht man? Ja, das ist wieder der Dativ. Das ja, ist schwierig. Ja, Dativ ist schwierig. Ihr lieben Leute, wir sind Ende und aus. So, danke, dass du dir Zeit genommen hast für Urban Vibes. Hier direkt aus dem Schmelztiegel Wien. Uns gibt es jetzt auf allen Streaming-Plattformen und dann eben schaut auf unserer Website vorbei. Das kommende Comedy-Festival ist dann wahrscheinlich schon vorbei. Das findet schon im November statt. Filmfestival könnt ihr euch aber auch noch anschauen. www.willlachen.at und präsentiert von Fromedia. Wenn das so ist. Fromedia Entertainment. Entertainment World. Genau. Das ist jetzt der neueste Hype hier aus Wien. Hyper. Ende und aus. Ende und aus. Tschüssi, Leute. Ciao.